Sturm und Gewitter, Wettervorhersage, heftiger Wind, Starkregen, Schneesturm. Kälteschaden, da sind sie. Was für Schneesturm. Die 18, die würfeln wir neu. Die ganzen Punkte, Damit die habe habe ich ich hier. Das war's 9 nicht, Punkte, okay. Max-Erschwernis von 4, glaube ich. Ja. Max-Erschwernis von 13 und dann würfel ich die Athletik. Ja, Kälteklasse. Können jetzt auch mal ein bisschen am Wind noch drehen. Wenn Abel mir den noch einen Wind hinterher schickt, dann sinkt die Kälteklasse nochmal hinterher. Okay, ich bin nur ein bisschen langsamer als du sogar. Es geht sogar. Naja, ich habe. Du läufst wahrscheinlich auch ohne Rüstung rum, ne? Dann sind wir auf beide GS9. Ich laufe tatsächlich mit Rüstung rum, aber 2 GS, weil ich so groß bin. Also der Weg Oh. ist einmal 160, dann irgendwo hier. Dann sagen wir einmal, das sind ganz grob eine Meile. Du musst einen ganzen Kilometer in den nassen Kleidungen musst du Boah. sprinten. Also ich denke, Diamant wird schneller als ich sein, weil der mehr Ausdauer hat als ich und Rafim halt irgendwann fertig sein wird, glaube ich. Oder wie schnell Welche baut sich Runden? Ausdauer ab beim Sprint? Weiß das jemand? Da gibt es bestimmt Regeln Da zu. gibt es auch Wege des Schwerts, gibt es da auch Regeln zu, klar. Dafür hast du ja Movimento oder sowas. So. Wie viele Punkte hast du? 10? Das berechnen wir jetzt einfach mal so. 9 Meter pro Sekunde hast du, ne? Dann heben wir Richtig mit der mit Athletikprobe, dem. heben wir die auf 10 Meter pro Sekunde an. Und du hast 1000 Meter, die du machen musst. Sind 100 Sekunden. 100 Sekunden sind 2. 33 Kampfrunden. Ja, wir berechnen pro Spielrunde. Das sind dann 2 Spielrunden, 10 Minuten. Wenn du im Vollsprint ansetzt. Und dann schaue ich jetzt nochmal nach, ob ich dann voll schwimmen kann. So lange mit der Ausdauer. Das ist tatsächlich jetzt eine spannende Frage, weil ich habe eine Standard-GS von 12, weil ich ja groß bin, kriege ich 2 GS plus. Ich verliere 1, weil ich in Rüstung rumlaufe im Gegensatz zu Diamant. Dann habe ich 11. Dann habe ich mit meinen plus 8 Punkten, kriege ich dann auch einen vollen Punkt oder nicht? Ich weiß nicht, wie das beim Sprinten abläuft, bin ich überfragt. Das sind 0,8. Ich Also pro gucke gerade Punkt über dem mal. bekommst du 0,1 Du kriegst Leder, GS. ne? Nö, ich Nee, ich trage. meine Diamantes. Ich glaube, Ja. Diamant. Stoffe, außer feuchte Wolle, aber Stoffe, ja gut, feuchte Wolle, nasse Wolle, Kälteresistenz, Akklimatisierung, Kälte, Kälteempfindlichkeit. Kälteempfindlich bist du nicht als Alanfana, oder? Nein, bin ich nicht. Das ist gut, sonst würde die Kältewunde ansteigen. Dann bekommst du nochmal 2 W6 Kälteschadenspunkte. Eine Kampfrunde lang zu sprinten, kostet 2 Ausdauerpunkte und Was? ermöglicht das ja den Dreifachen seiner GS in Metern zurückzulegen. Das heißt, in 3 Sekunden kann ich das Dreifache zulegen und du musst Also wir 2 müssen. ausbauen. Warte mal, wir sind ungefähr 1 Kilometer weg, um es mal kurz zu machen, ne? Ja, Also sind 1000 30, Meter. sind ganz grob 33 Kampfrunden, was Abel mir eben sagte. 30 mal 2 sind 60, du hast aber eine Ausdauer von 51. Also du kannst nicht das Ende absprinten, nur das letzte Sechstel musst du laufen. So, Oh, also naja, nochmal, du bekommst 2 W6 Kälteschadenspunkte noch zusätzlich. Eins hattest du schon gewürfelt. 10. Wie hoch ist deine Wunschwelle? das sind den mit dem Gurgulum Ah, ist mit dem meine Gurgulum kriegst du jetzt 13. keine. Oh, krass. Mit dem Gurgulum kriegst du 13 habe ich keine Wunschwelle, ich Kältewunde. krieg keine Wunde. Dann stirbt kein Körperteil von dir ab. Und du erreichst klitschnass und durchgefroren. Gemeinsam mit Rafim, euer Schiff, völlig außer Atem. Oh, nach ungefähr ja, eine Meile. Die anderen folgen irgendwann. Sicherlich nach einer halben Stunde oder so. Womit noch irgendwas von Xeledon geküsst und so. Was für Idioten. Nur jemand ist, da bist du mir aber ganz schön davongezogen in der zweiten Hälfte. Oh. Ich sollte öfter laufen gehen, das ist ja schlimm hier. Oh. Ja, die Rüstung, Rafim. Sobald wir erstmal einen guten Teil hinter uns hatten, konnte ich über die Gebäude den Umweg nehmen. Ja,
Was heißt die Abkürzung? Oh. Bist aber macht mich mal schon warm. Jojo. Mein Arm, den spiele ich schon gar nicht mehr. Also alles wieder gut. Ja, der läuft auch so komisch an. Ja, ist nur ein bisschen blau. Ja, wir sollten uns schon mal reinsetzen. Ja, da kommen wir bestimmt gleich. Oh, ich setze mich mal bei Zylamin in die Kajüte. Ja, wenn Zylamin und Boltax kommen, dann und Abel mir selbstverständlich auch, dann könnt ihr sehen, wie Diamantis in drei Decken gehüllt vor dem Lagerfeuer der Kapitänskajüte sitzt und sich versucht aufzuwärmen. Ansonsten ist er fast nackt, er hat zwar noch eine Unterhose an, aber in drei Decken gehüllt sitzt er vor dem Feuer. Diamantis ist nackt. Diamantis hat keine Hosen an. Rafib sieht übrigens sehr stolz aus in dem Moment, wo er da reinkommt. Zylamin kommentiert nur trocken. Und noch alles dran. Er ist ganz schön klein. Ich merke mir die Stelle, wo er sitzt. Ich setze mich noch nie auf diesen Sofa. Da ist ich bin ein Achtelmoher. Wie ein echter Allenfahner. Also das hättet ihr sehen müssen. Über die Dächer ist er gehuscht. Also von Fex geküsst, würde ich behaupten. Ja, so kalt war es auch gar nicht. War ja sicherlich nicht. Ja, ich habe zweimal fast kotzen müssen, aber ich habe es gerade noch runterdrücken können. Das ist ja schön. Also sind... Was wollten wir eigentlich nochmal tun? Ich habe irgendwie unseren ganzen Plan außer Augen verloren. Nun, weil ich weiß, wo wollten wir in der Stadt in einen Brunnen steigen. Mit Hilfe von Puppewasser Voltax und Diamantis dann die restlichen Strecken und unter Wasser untersuchen. Das ist richtig. Wenn ihr hofft, über den Brunnen einen Eingang in das Kontor von Marix zu finden, dann sollten wir vielleicht einen Brunnen in der Nähe auswählen, aber nicht gerade in Sichtweite. Naja, meine Hoffnung war ehrlich gesagt, dass Boltax unter Wasser seine Magie wirkt und dann irgendwie erkennen kann, aus welcher Richtung zumindest diese dämonische Verseuchung kommt. Kriegst du das hin? Also wo ist mehr Verseuchung, wo ist weniger Verseuchung, dann arbeitest du dich in die Richtung vor und dann wissen wir ungefähr, wo auch immer was passiert ist. Vielleicht müssen wir dafür auch gar nicht tauchen, wenn ihr die Probe von außerhalb vergleicht. Wir wissen, dass der Darpart erst jetzt betroffen ist. Es hat also nicht dort angefangen, sondern es hat sich erst dorthin ausgebreitet. Ganz genau. Das wäre jetzt auch die Idee, die ich gehabt hätte. Dann müsste ich... Bitte. Wir sollten vielleicht Proben von allen Brunnen nehmen und sie magisch untersuchen lassen. Und welcher am stärksten verseucht ist, dort ist wahrscheinlich die Quelle in der Nähe. Richtig, das war die Idee dahinter. Genau so wollte ich es eigentlich auch machen. Naja, aber also ich nehme an, die Stadt hat ziemlich viele Brunnen. Wollen wir nicht einfach erstmal mit den nächsten 5 Brunnen um Arex Haus anfahren und gucken, ob wir vielleicht einfach Glück haben? Das klingt vernünftig. Also und dann noch irgendeine Probe halt zum Vergleich von ein bisschen weiter weg. Aber die Brunnen in der Stadt werden bewacht und zwar mittlerweile haben wir die Autorität, sie Wachen wegzuschicken, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch in Mariks Ohren gelangen, dass wir dem auf den Grund gehen. Nun, da sollten wir vielleicht erstmal unser Essen wahrnehmen, nicht wahr? Ja, wir haben einige Zeit verloren und ihr solltet euch vielleicht noch aufwärmen und... Trinkt einen heißen Wein, das hilft immer. Oh ja! Das macht man im Horasreich in den frostigen Tagen. Da gibt es so kleine Bütchen und Wein mit etwas Zimt und Nelken. Gute Erfindung. Haben wir noch was von dem Zeug, was die Bornländer mitgebracht haben? Davon könnt ihr was vertragen. Miss Kinnis, ich habe noch eine ganze Flasche. Ich habe sie gegen eine Flasche Stollengrollen getauscht. Naja, aber das Zeug zieht dir ziemlich die Schuhe aus, ne? Das weißt du noch. Oh, ich kann mich erinnern. Aber keine Sorge. Das wärmt nur ein wenig, nur ein Schluck zum Aufwärmen. Aber dann hole ich sie mal. Einen Moment. Ja, und Boltax geht kurz in seine Kajüte und holt eine Flasche Miss Guinness. Ja. Naja, aber wenn jetzt gleich wenn wir nachher dann losgehen, sollten wir uns dann nicht noch wenigstens schick machen? Ja, wir können uns ja nicht blamieren.
Und lass dir eine Wasserprobe vielleicht schon einmal unten bei Serpentilio. Vielleicht kann er uns, wenn wir zurück sind, schon etwas berichten. Richtig. Naja, wunderbar. Dann hole ich das Polieröl, dass unsere Waffen auch schön glänzen, wenn wir ankommen. Nicht, dass wir uns blamieren. Also wie soll das denn aussehen? Okay, dann könnt ihr euch bereit machen für das Essen. Und ihr trennt euch auf. Sudamin geht mit Rafim und Abelmir. Achso, mit Rafim und mit Abelmir. Und Boltax und Diamantis wollen einbrechen? Genau, so ist das. Okay. Kann ich versuchen, mein Outfit extra auf die zuzuschneiden? Ich möchte nämlich meine gesamte Basaltfaustrüstung einmal auf Hochglanz polieren. Ja. Und dann möchte ich hoffe, dass Sulamin das kann, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, mich von Sulamin möglichst einschüchternd schminken ist vielleicht das falsche Wort, bemalen ist, glaube ich, da das Richtige. Kriegsbemalung in Rot genau. Und Schwarz. Schön, so wie die Basaltfaust in den Krieg zieht, möchte ich mich jetzt schminken lassen von Sulamin. Okay, wenn ja, sie das kann. Sind ja auch Granten, die Familie Marix, also nicht in Alanfa ansässig, aber aus Alanfa kommend. Das ist, was ist denn das, eine Betörenprobe oder? Ich glaube, es gibt da sogar ein Talent. Ja. Sich verkleiden, oder? Er ist besonders sich verkleiden. Ich wusste, dass Kiaras das damals konnte. Ja, daher also Kiaras hat es über Betören gemacht. Kiaras genau. Betören Schminken, gemacht, ne? Fertig machen und so geht auch über Betören. Ja. Also Sulamin, glaubt ihr, ihr kriegt das hin? Schön das Zeichen des Patriarchen hier auf meiner Stirn. Ja, sicher. Aber was genau bezweckst du damit? Naja, es ist immer gut, allen Fahnen daran zu erinnern, wer ich bin. Damit uns keiner vergiftet. Ja. Ich weiß nicht, wer das aufnehmen wird, aber ja. Das ist mit meiner charmanten Persönlichkeit, das unterstreicht sie doch nur. Nun, es bringt deine Persönlichkeit gut zum Ausdruck. Ob sie ja, charmant ist was anderes. Aber mir, du sollst verdammt nochmal hier das vernünftig gerade bügeln oder wie das geht. Aber mir, mach das vernünftig. Wie soll das denn aussehen bei mir hier? Ja, ich bügel doch, wir kennen nicht eure Uniform. Ach, ihr seid eine Enttäuschung, aber mir eine voll. Und dafür gibt's doch Schiffsjungen. Wo sind die schon wieder? Ich pfeife mal nach so einem Schiffsjungen. Das ist ein roter Mann. Bügel sieht so furchtbar aus. Hier, mach die nützlich und bügel die in Uniform. Oh Gott, das ist ein Umhang aus feinster Seide. Geknüpft in Alanfa und du willst in diesem Schiffsjungen anvertrauen. Ich dachte, das wäre jetzt. Ja, gut. Ja, genau. Pfeift auf den Jungen. Nimm den Blonden. Etwa eineinhalb Schritt groß. Mit den Kulleraugen. Der ist kompetent. Dass du die Schiffsjungen unterscheiden kannst, ist beeindruckend. Na, einer hat sich zumindest bisher herausgestellt. Naja, wenn du sagst. Nun. Ja, Sulamin kann mir mal eine Betörenprobe geben. Und wenn Abel mir noch irgendwas einwerfen möchte, irgendwas, um Rafim schick zu machen. Ich weiß nicht, wie war das? Wollte Abel mir mich unauffällig zaubern oder nicht? Nö. Was okay, ist gut. Ja, das nee, alles gut. Also Sulamin zaubert derweil Rafim auffällig, noch auffälliger. Die Abzeichen des Patriarchen werden stolz getragen. Auch in der Ferne. Also, ich sehe sehr gut aus, möchte ich behaupten. Sulamin, eine herausragende Arbeit. Danke. Wenn ihr mal nicht mehr in Fasar eure Zeit verbringen wollt, ich kann euch mit Sicherheit eine Position bei uns verschaffen. Du siehst großartig aus. Ja, sehr gut. Aber Mia, du siehst wie immer akzeptabel aus. Ich sehe wie immer hervorragend aus, wie aus dem Ei gepellt. Sulamin setzt ihren Federhut auf. Den Kapitänshut, den sie sich damals in Kunchum besorgt hat. Eine sehr gute Wahl. Okay, so trennen sich eure Wege. Wir beginnen mit Abelmir, Sulamin und Rafim.
Wenn ihr das Kontor betretet, dann könnt ihr nicht vorne an der Veranda reingeführt werden, sondern wenn ihr von dem Boten abgeholt werdet, werdet ihr direkt in Richtung des Hofes geführt, der dann vor euch aufgemacht wird. Ja, könnt ihr so ein bisschen auch reingucken. Viel gibt es nicht zu sehen. Ein großes Lager, was da wohl noch auf der linken Seite von euch offen klafft. Werdet dann aber direkt die Treppe hochgeführt, bis ihr dann im... Naja, es gibt ein kleines Zwischengeschoss, bis ihr dann wohl im ersten Obergeschoss ankommt und dort in einem Wintergarten steht. Der ist wohl auch verglast, was unglaublich teuer ist. Einige teure Sofas, die hier rumstehen, anrichten Pflanzen, die hier eingelagert worden sind, gerade jetzt in diesem kalten Winter. Und ihr werdet dann nach rechts geführt, an den Wachen vorbei, in einen langen Gang, beziehungsweise von diesem langen Gang aus geht es in das Speisezimmer. Wo ihr dann auch, gar nicht so sehr zu eurer Überraschung, die Gastgeber findet. Anwesend sind selbstverständlich Olamarix, der Pater Familias, ein Magier, ein Maraskaner, den ihr schon kennengelernt habt. Varmarix, den ihr von den alanfanischen bzw. von den aventurischen Boten kennt. Hyvilamarix, Fuchsecker ist anwesend. Und Jodormarix. Nebst zwei Wachen. Ja, so werdet ihr hineingeleitet. Und vor euch eine gigantische lange Tafel, an der ihr euch setzen könntet. Guten Abend. Die Götter mit euch. Kommt ran. Die Götter mit euch. Wir freuen uns, dass ihr unsere Einladung angenommen habt. Und wir haben von euren zahlreichen Heldentaten, von euren jüngeren Großtaten im Perlenmeer gehört, die unsere Neugier geweckt haben. Tretet heran, setzt euch, wir haben gute Speisen aufbringen lassen. Sulamin. Ihr seid wahrlich so schön, wie alle sagen. Abelmir. Auch von euch haben wir gute Dinge gehört. Wir haben selbstverständlich im Vorfeld eure Arbeiten lesen lassen und uns wurde versichert, dass sie gut sind. Rafim, ihr seid beeindruckend, so wie es uns geschildert worden ist. Nichts mag eure Kampfkraft überbieten. Ja, der Mitleidlose grüßt euch, so wie der Patriarch. Habt Dank für die Grüße des Patriarchen. Auch wir grüßen ihn, sobald ihr ihn seht. Richtet sie ihm also bitte aus. Natürlich. Immer wieder schön, Bekannte aus der Heimat so fern zu treffen. Ich freue mich tatsächlich, dass ihr meiner Tochter, der Magistratin, die Chance gegeben habt, für eine kurze Zeit an eurer Seite zu weilen, dass sie nun von eurer Expertise hatte lernen können. Wir sind hoch erfreut. Hyvilla, wie schön euch wiederzusehen. Ihr habt euch damals in Kunchum gar nicht verabschiedet. Nein, mir ist etwas dazwischen gekommen, verzeiht. Nun, ich hoffe, es ist euch seitdem gut ergangen. Nun, ja, ich denke schon. Wesentlich besser, ja. Verzeiht, ich würde gerne offen sprechen, allerdings... ist es mir unter so vielen Augen doch zu gefährlich. Naja, gefährlich? Ich dachte, wir befinden uns im Kreis eurer Familie. Ich meine damit nicht meine Familie. Ihnen kann ich selbstverständlich vertrauen. Allerdings bin ich mir dabei eurer Mannschaft nicht ganz sicher. Naja, wem von uns misstraut ihr denn im Besonderen, wenn ihr mir die Frage erlaubt? Nun, ihr werdet doch hoffentlich nicht meinem ersten Offizier oder meinem Bordmagus misstrauen. Nun, auch von dem ehemaligen Kapitän Abelmir bin ich leicht enttäuscht, möchte ich sagen. Aber eine Gefahr spüre ich dort nicht. Wohl aber von eurem Geschützmeister. Nun, diesen habe ich nicht mitgebracht, auch wenn mir nicht klar ist, warum ihr euch vor ihm fürchtet. Weil er ein Mörder ist. Wir sind alle Mörder.
Naja, das müsste jetzt schon mehr ausführen. Also ja, ich habe auch gesehen, wie er den Beschuss feindlicher Schiffe befahl. Und dieser wird mit Sicherheit auch zu Toten geführt haben. Da habt ihr nicht Unrecht. Hüwela, ich möchte nicht, dass du unsere Gäste beleidigst. Ich beleidige sie nicht, Vater. Ich möchte nur ausführen, warum ich in Kunchum so verschwand, wie ich es tat. Das möchte die Kapitänin sicherlich gar nicht hören. Oder? Wollt ihr? Nun, ich gestehe, sie hat mich schon neugierig gemacht, aber vielleicht ist das kein guter Start für diesen Abend. Das denke ich auch. Lasst Essen bringen, Speis und Trank. Soll euch an nichts mangeln. Wir verfügen hier über viel Einfluss und noch mehr Geld, und wenn wir euch etwas helfen können, wir haben in Erfahrung gebracht, dass ihr Schiffe braucht, dann können wir gerne darüber reden. Männer? Nun, in der Tat, aus diesem Grund sind wir nach Pericum gekommen. Wir haben deswegen schon beim Vizeadmiral vorgesprochen. Doch, nun ja, er hat uns mehr oder weniger inoffiziell an euch verwiesen. Tat er das, tatsächlich. Nun, wie gesagt, ich verfüge über viel Einfluss, Geld und Holz und auch Männer und Frauen. Wenn ihr also etwas braucht, essen wir erst einmal. Ich habe einen guten Braten bringen lassen und nun die ein oder andere Leckerei. Ja, und dann könnt ihr auch sehen, wie es auf einen Handwink von ihm öffnen sich beide Türen. Und eine Dienerschaft kommt herein, die viel zu viel Essen für die wenigen Leute hereinbringt, die aktuell da sind. Die silbernen Zierden werden abgenommen, sodass dann unter viel Dampf sich die ganzen Pastetchen, Schnittchen, Keulen und Braten dann offenbaren. Viel Soße, Bontoffeln, Reis, es ist quasi alles da, was das Herz begehrt. Auch zu dieser Jahreszeit, auch unter diesen Umständen. Und selbstverständlich gibt es auch Biere, Schnäpse und Weine, so ihr denn mögt. Ich würde sehr gerne darauf achten, was Ola Mark sich auf deinen Teller tut und genau das gleiche ist wie ihr. Ah, okay. Wir filmen auf Etikette. Okay. Ich möchte, wenn das möglich ist, während des Essens schauen, ob ich verstehe, ob es eine Rangordnung innerhalb der Familie gibt, außer dass alle auf Ola hören. Also erkenne ich irgendwie, dass Varmarix über Hivilla steht oder ist Idor Marix wichtiger als sie? Ob ich irgendwas in der Richtung erkennen kann? Ja, auch das ist eine Etiketteprobe. Gerne. Also, Abelmir, du stellst fest, dass Ola nimmt sich tatsächlich von allem. Bei Alkohol ist er ein bisschen zurückhaltender. Da wird er verdünnten Wein mit Wasser trinken, sodass er da auch nicht betrunken ist. Kein Bier, keine Schnäpse, die wird er stehen lassen, auch wenn er sie euch anbietet. Etikette misslungen, Tsunami misslungen. Abelmir, du wirst wohl wissen, dass allein die Sitzordnung das meiste sagt. Rafim ist massiv davon verwirrt, warum der Maraskaner an der Seite von Ola sitzt. Das ist das auch sein Sohn? Er hat rote Haare, er ist Maraskaner. Das verwirrt dich massiv. Ist das sein Sohn? Und warum steht der Fasara Magier irgendwie rechts davon? Der isst wohl auch mit. Ist das auch sein Sohn? Der sieht ein bisschen aus wie Novadi. Du hast Novadi sowieso. Und stierst dann wohl eher die ganze Zeit den Novadi, den Fasara Magier an. Was dir so ein bisschen das Essen dann vermiest, dass der dann in der Rangfolge wohl noch höher ist als die Kinder. Bei uns zu Hause würde man ja sowas nicht machen, denkt sich Rafim. Also, was ist denn das hier? Und der Fasara und der Novadi da. Also wirklich. Mit so einem wütenden Blick würde Rafim sein Fleisch auf dem Teller zerschneiden. Es quietscht ein bisschen. Und so könnt ihr erst einmal essen. Es ist unglaublich lecker. Das Fleisch zergeht in eurem Mund. Gemeinsam mit der Soße.